Was ist psychologische Sicherheit und warum ist sie so wichtig? Lass uns mal über ein Thema sprechen, das gerade in der Arbeitswelt immer mehr Beachtung findet. Psychologische Sicherheit. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, aber du fragst dich, was steckt denn dahinter und warum ist es so entscheidend für erfolgreiche Teams? Keine Sorge, ich erkläre es dir Schritt für Schritt. Ich bin Kai. Und wenn ich nicht gerade in unserer Küche ein neues Gericht ausprobiere, dann helfe ich Führungskräften dabei, mehr Freiraum für Führungsaufgaben zu erhalten. In 35 Jahren Erfahrung als CEO, Geschäftsführer, Turnaround-Manager, Teamleiter habe ich mit vielen Führungskräften gearbeitet und live miterlebt, was die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Und wenn du von meinem Wissen profitieren möchtest, dann lade ich dich gerne auf die 0-Euro-Warteliste zu meinem im Februar startenden Leadership-Programm ein. Nun weiter im Thema. Was ist psychologische Sicherheit? Ganz einfach. Psychologische Sicherheit bedeutet, dass sich Menschen in einem Team sicher fühlen, ihre Meinungen, Ideen und auch Fehler ganz offen anzusprechen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Amy Edmondson, eine Harvard-Professorin, die hat den Begriff geprägt und die beschreibt es als die gefühlte Erlaubnis für Offenheit. Psychologische Sicherheit ist kein individuelles Gefühl, sondern ein Gruppenphänomen. Es entsteht durch die Dynamik innerhalb eines Teams. Die Teammitglieder beeinflussen sich gegenseitig und genau das macht den Unterschied. In einem sicheren Team traust du dich, Risiken einzugehen, Fragen zu stellen oder auch Fehler zuzugeben, weil du weißt, dass niemand dich dafür verurteilt. Warum ist psychologische Sicherheit so wichtig? Naja, hier kommt der spannende Teil. Psychologische Sicherheit wirkt sich auf so vielen Ebenen aus, dass es fast schon wie ein Wundermittel für Teams klingt. Erstens, bessere Entscheidungen. Wenn alle sich trauen, ihre Meinung zu sagen, hörst du mehr Perspektiven. Und das führt oft zu wesentlich besseren Ergebnissen. Zweitens, mehr Engagement. Wenn deine Stimme zählt, bist du motivierter, dich einzubringen. Drittens, Fehler werden zu Chancen. Teams mit psychologischer Sicherheit lernen schneller aus Fehlern, weil sie offen darüber sprechen können. Viertens, Kreativität und Innovation. Nur in einem sicheren Umfeld können Menschen mutige, neue Ideen vorschlagen. Vielleicht kennst du Googles berühmtes Projekt Aristoteles. Dabei hat Google untersucht, was ein erfolgreiches Team ausmacht. Und das überraschende Ergebnis ist, die wichtigste Zutat war psychologische Sicherheit. Noch wichtiger als die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder. Wie erkennst du, ob dein Team denn jetzt psychologische Sicherheit hat? Ja, Amy Edmondson hat dafür eine einfache Checkliste mit 7 Fragen entwickelt. Hier mal ein paar Beispiele, die du dir für dein Team überlegen kannst. Ist es okay, Fehler zu machen, ohne dafür verurteilt zu werden? Oder kannst du Probleme und schwierige Themen offen ansprechen? Fühlst du dich sicher, Risiken einzugehen und Fragen zu stellen? Wenn du hier bei mehreren Punkten Zweifel hast, dann gibt es vielleicht ein bisschen Nachdenken, wo du dich und dein Team verbessern kannst. Wie schaffst du psychologische Sicherheit? Das ist der wichtigste Teil, denn du kannst aktiv etwas dafür tun, dass dein Team sicherer wird. Dazu möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben. Erstens, erklär mal, warum Meinungen wichtig sind. Viele Menschen bleiben still, weil sie denken, ihre Meinung spielt keine Rolle. Zeig ihnen, dass du ihre Perspektiven brauchst. Zweitens, sei offen für eigene Fehler. Als Führungskraft kannst du viel bewirken, indem du deine eigenen Schwächen und Fehler teilst. So zeigst du nämlich, dass niemand perfekt sein muss. Fordere Input aktiv ein, frag gezielt nach Meinungen, zum Beispiel, was denkt ihr dazu oder was gibt es zu bedenken? Reagiere wertschätzend. Wenn jemand was Kritisches oder Ungewöhnliches sagt, bedank dich. Nichts zerstört psychologische Sicherheit schneller als
Ignoranz, ja, und Naming und Blaming. Regeln und Strukturen geben Sicherheit, weil sie vorhersagbar machen, wie das Team auf bestimmte Situationen reagiert. Da gibt es natürlich auch Missverständnisse bei der psychologischen Sicherheit. Und ich würde gerne mal mit ein paar Mythen aufräumen. Es geht darum, immer nett zu sein. Nee. Psychologische Sicherheit bedeutet nicht, dass alle ständig freundlich sind. Es geht um Ehrlichkeit und Offenheit, auch wenn es unangenehm wird. Es muss sich immer bequem anfühlen. Nee, lernen und sich entwickeln ist oft unbequem. Ne? Du verlässt deine Komfortzone. Aber genau darum geht es, Risiken einzugehen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Was jetzt mein persönliches Learning? Also ich erinnere mich an eine Situation, in der ein Projekt von mir völlig in die Hose gegangen ist. Oh, als mein Chef die schlechten Ergebnisse sah, also ich sie zeigte, war ich ziemlich nervös. Ich fühlte mich schlecht. Doch anstatt mich zu kritisieren, hat er nur gefragt, was hast du denn jetzt daraus gelernt? Und diese Frage hat mich geprägt. Sie hat mir gezeigt, dass Fehler keine Katastrophen sind, sondern dass eine Chance. Und genau das ist, was psychologische Sicherheit in der Praxis ausmacht. Ein Umfeld, in dem du dich entwickeln kannst, weil du keine Angst vor deinen eigenen Fehlern haben musst. Also psychologische Sicherheit ist nicht einfach nur nice to have. Sie ist der Schlüssel zu erfolgreichen Teams, innovativen Ideen und einer gesunden Arbeitskultur. Fang an, sie in deinem Team zu fördern und die Ergebnisse lass dich mal überraschen. Bis zum nächsten Mal.